Erstmal herzlichen Dank, vor allen Dingen Frau Professor Neu. Also ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen wieder was angeguckt, was Sie da schon so gebracht haben. Und man sagt ja immer, dass wenn man etwas liest, was einen bestätigt, dann mag man das ja noch besonders gerne. Und ich kann nur sagen, mein Herz ist aufgegangen, was Sie da schon mit Ihren sozialen Orden alles recherchiert haben. Und eigentlich gibt es da fast nicht mehr viel dazu zu sagen, aber ich sage es mal so aus meiner Bescheidenheit ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 16 Jahren zivilgesellschaftlich engagiert in verschiedenen Bereichen, habe mehrere Vereine ins Leben gerufen, auch eine Bürgerstiftung gegründet. Und aktuell, und deswegen habe ich das vorhin ganz kurz nochmal geändert, ich mache das Prozessmanagement, eines der genialsten Programme, und in ihre Akteursübersicht, die fand ich total begeistert, habe ich übernommen gleich. Die brauche ich unbedingt mal. So schön kann ich das gar nicht darstellen. Engagierte Stadt ist seit 2015 ein Netzwerkprogramm, ein bundesweites. Wir haben jetzt mittlerweile 100 engagierte Städte, wo es darum geht, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen für Engagementlandschaften, die nachhaltig in den Kommunen implantiert werden. Und ich kann das an dieser Stelle nochmal unterstützen. Soziale Orte spielen da eine unheimlich zentrale Rolle. Und ich kann das mal, ich soll heute so ein bisschen was dazu sagen, auch gerade das Zusammenwirken und Netzwerken zwischen Amt und Zivilgesellschaft. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig. Ich fand das sehr schön, das Bild, was Sie bedient haben. Kommune ist Nabel und Herz in einem Ort. Und ohne Zivilgesellschaft funktioniert das aber alles auch nicht. Und das ist ein langer Prozess. Und wir brauchen natürlich Rahmenbedingungen dafür. Netzwerke, ich liebe Netzwerke. Ich kenne aber auch die Grenzen von Netzwerken, weil Netzwerke funktionieren nur so gut, wie die Akteure auch mitspielen. Wenn es nur informelle Runden sind, ich sage auch manchmal ein bisschen ketzerisch Laberrunden, kommt man nicht weiter, sondern es sollten schon sehr konkrete Netzwerke, wo konkret auch Umsetzungen erfolgen sollte. Das ist vielleicht eine Stärke von Netzwerken, wenn sie auch ins Tun kommen und nicht bloß im gegenseitigen Abfischen und wieder verschwinden. Erfahrungen in den 16 Jahren, wo ich jetzt zivilgesellschaftlich unterwegs bin, ich bin ja auch seit 2013 Neulandgewinnerin der ersten Runde und auch dort sehr stark engagiert und unterwegs im Vorstand. Ich habe in den zurückliegenden Jahren wahnsinnig viele problembewusste Menschen gefunden, kennengelernt und bin da sehr optimistisch, dass wir hier, egal ob wir es jetzt noch eine Blutauffrischung nennen oder nicht, einfach diese Menschen, die da draußen unterwegs sind, dass wir ihnen Ermöglichungsräume geben, ob es ein sozialer Ort ist oder ob es überhaupt die Möglichkeit, Prozesse zu gestalten. Weil das Problem, was wir haben, seitdem ich eben diese Vereine auch hier begleite und auch teilweise mitführe, ist, dass die Projektitis, genau dieses, was uns alle irgendwie ausblutet, ausbremst und uns mal vielleicht punktuell ganz gut hilft, aber uns auch sehr groß hindert, weil durch die Projektförderung haben wir automatisch einen Wettbewerbscharakter und wir kommen in gegenseitigen Konkurrenzsituationen, was vielleicht manchmal, also der Wettbewerb ist ja ganz nett, ich bin auch ganz gerne sportlich unterwegs, aber ich glaube, wir vertun sehr viel und wenn Netzwerke in Konkurrenzsituationen kommen, nehmen wir uns sehr viel Kraft in innovative Weiterentwicklungen. Wichtig ist auf jeden Fall ein regionales Denken, nicht dass die Kleinstaaterei oder ähnliches, das bin ich weit entfernt, auch von bestimmten Bewegungen, die so alteingesessene Lokal- oder Kirchturmdenken haben, sondern die Menschen kriege ich nur bewegt, auch wenn ich einen realen Bezug habe. Und das hat eine große Bindungskraft und auch einen Realitätsbezug. Dann damit erreichen wir auch Menschen. Und eine Forderung, die auf jeden Fall ich immer unterstützen würde und wollte. Sie haben ja in Ihren Beispielen ja auch neue Orte gestalten. Es gibt gerade hier ich komme ja aus der Altmark, Stendal,
Wir haben unheimlich viele Dorfgemeinschaftshäuser. Die gibt es noch. Es gibt viele Dorfkneipen, die stehen leer. Ich finde dieses genossenschaftliche Modell einer Dorfkneipe, finde ich schon ganz witzig, ganz toll. Es gibt ähnliche Bewegungen zum Beispiel wie das Bürgercafé in Tangerhütte, was dort durch den Bürgermeister initiiert wurde und von Vereinen jeden Sonntag im Sommer Kaffee organisiert wird. Also es gibt schon unheimlich viele Beispiele. Es hängt aber, und das ist es eben auch, was ich schon gesagt habe, man braucht ein überdurchschnittliches Engagement, man braucht einen langen Atem, man muss so ein bisschen resilient sein, auch gegen Anfeindungen. Das bekommen wir ja leider, teilweise von konservativen, neoliberalen Strukturen, Parteien, aber auch von den neuen, diese sogenannten Alternativen, die genau unsere Bewegung auch teilweise massiv behindern. Und auch anfeinden und bekämpfen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir hier den Dialog unter den Menschen weiter fördern. Uns ist es mit dem Netzwerkprogramm Engagierte Stadt gelungen, dass wir, genau wie Sie es vorhin in dieser schönen Akteursübersicht gezeigt haben, aus der Zivilgesellschaft haben wir einen Ort gefunden hier in Stendal, eine kleine Markthalle. Wir haben den Eigentümer dieser Immobilie gewonnen, der uns für eine gute Kondition die Miete zur Verfügung oder eine gute Mietkondition, dass wir eine kleine Markthalle hier als einen zentralen Ort aufbauen konnten. Wir hatten kein Geld, dafür haben wir die regionale Wirtschaft mit eingebunden. Und nachdem wir Fakten geschaffen haben, hat die Kommune uns jetzt auch, haben wir die mit im Boot und unterstützt uns, dass wir die Mieter hier bezahlen können. Also ich will nur sagen, das, was Sie hier vorhin schon gebracht haben, liebe Frau Professor Neu, kann ich nur unterstützen. Und ich sage, wir brauchen hierfür Rahmenbedingungen und dafür haben wir hier auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Wir mit dem Netzwerkprogramm Engagierte Stadt und die Deutsche Engagementstiftung ist ja dabei, jetzt engagiertes Land aufzubauen und werden Sie gespannt und unterstützen Sie das und machen Sie vor Ort Druck, immer sympathisch, freundlich, hartnäckig, bleiben Sie alle dran, lassen Sie sich nicht entmutigen. Es lohnt sich. Dafür gibt es unsere Netzwerke. Und nochmal meinen herzlichen Dank, Frau Professor Neu, für diesen guten Voreinstieg hier.